Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Outriders und einem weiteren garantierten legendären Item und das letzte legendäre Item, was ihr euch über eine Quest holen könnt. Leider, im Gegensatz zu gestern, ist das hier rein zufällig, was als Belohnung überbleibt. Ich habe vom Gameplay hinten ein wenig die Sniper von gestern reingetan hier ins Video. Wenn ihr sie noch nicht habt, dann könnt ihr sie hier mal ganz kurz im Einsatz sehen, ob sich es lohnt, die Quest für euch zu machen. Ich finde persönlich ja, beim Boss Damage ist das Ding wirklich, wirklich schön in meinen Augen. Ihr seht momentan Weltstufe 13 habe ich hier aktuell ausgewählt und damit gleich ein weiterer Hinweis. Die Quest, die wir hier machen werden, ist relativ lange. Ihr könnt natürlich bis zum letzten Step, bis zum Kampf hier gegen den Doktor, könnt ihr natürlich das Ganze auch auf einer geringeren Weltstufe machen und könnt dann trotzdem hier im Endkampf ja die maximale Schwierigkeit einschalten und dann auch das maximale Reward erhalten. Also ganz, ganz wichtig, die ersten Steps, das sind zwei Bunkerbesuche, könnt ihr machen ohne ohne eine hohe Weltstufe. Ab dann würde ich an eurer Stelle früh genug auf eine frühe Weltstufe schalten. So, wo befinden wir uns denn überhaupt auf der Karte? Wir sind hier in Trenchtown, das Erbe des Outriders. Das ist die Quest, solltet ihr sowieso machen, weil für das Abschließen der Quest gibt es eine Trophäe. Und dann ist es auch eine Nebenmission. Für das Abschließen aller Nebenmissionen gibt es ebenso eine Trophäe. Also auf dem Weg zu Platin führt kein Weg vorbei an dem, ja, hier so nett in der Gegend herumhängenden Mann mit dem Messer in der Brust. Nochmal zusätzlich als kleiner Hinweis, dass es ein Outrider ist. Dann starten wir die Quest. Wie gesagt, relativ lang. Ihr könnt ruhig, sage ich mal, kommt drauf an, wie, ob ihr es euch leicht macht, ob ihr auf einer leichten Weltstufe spielt. Gut mit anderthalb Stunden rechnen, wenn ihr halt, sage ich mal, auf dem fordernden Modus durchgehend spielt. Es ist doch relativ viel Kampf dabei, um das legendäre Item zu bekommen. Und wie gesagt, dieses legendäre Item ist rein zufällig. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Und wenn ihr die Quest wiederholt, gibt es kein legendäres Item obendrauf. Ich bin dazu 99% sicher, nicht zu 100%. Ich habe sie noch nicht selber wiederholt, aber das wäre mir neu, dass wiederholbare Quests auch legendäre Items droppen. Wenn ich mich da vertun sollte und ihr, ja, die Muße habt, euch da anderthalb Stunden durchzumoschen und es ist wirklich andersrum, was ich mir nicht vorstellen kann, dann könnt ihr es natürlich gerne unten reinschreiben in die Kommentare. Aber das ist hier der letzte Hinweis für das letzte legendäre, garantierte Loot, was wir im Spiel haben für eine Quest. Es gibt noch ein paar andere Varianten. Ich werde nochmal, ja, ich glaube, es ist ganz sinnvoll, nochmal alle Varianten zusammen vielleicht in ein Video zu packen, damit ihr dann hier, ja, Bescheid wisst. Was hier ebenso wichtig ist bei der Quest, ihr werdet das sehen am Ende der Quest, wenn wir dort angekommen sind. Ihr kommt in einen sogenannten Bunker. Mehr sage ich dazu nicht. Ich möchte hier nicht zu viel von der Story spoilern, aber auf alle Fälle in diesem Bunker gibt es Kisten und wann immer ihr in den Bunker wiederkommt, könnt ihr diese Kisten erneut looten und so ein bisschen Epics nehmen wir ja auch ganz gerne mit, zumal wir ja auch immer gerne hoffen, dass wir da ein paar gute Perks drauf haben, die wir für unsere Mod-Bibliothek brauchen. Deswegen würde ich da immer wieder einen Blick reinwerfen und ebenso ganz wichtig, wenn ihr die Quest abgeschlossen habt, auch das werden wir gleich hier noch im Video sehen, dann lootet bitte hinten den Raum. Hinten den Raum looten, denn dort stehen, glaube ich, nochmal 4 oder 5 Kisten für uns herum mit einer Menge Loot. Und das war es ehrlich gesagt schon von dem Video hier. Ich will das jetzt gar nicht hier unbedingt in die Länge ziehen, wie das manch anderer gerne machen würde. Das ist nicht meine Variante. Macht die Quest, das Erbe des Outriders. Moscht euch da ganz normal durch, wie das Ganze funktioniert. Habt ihr, ja, wollte ich gerade sagen, 50 Level lang gelernt. Nein, 30 Level sind es ja nur. Es ist relativ weit auf alle Fälle, was ihr reisen müsst. Das ist der Bunker hier, von dem ich gesprochen habe. Es sind relativ viele Zonen, die besucht werden. Es ist viel Hin- und Herreiserei. Und wenn ihr die Quest noch nicht zur Verfügung habt, dann spielt einfach die Story weiter. Auch das ganz wichtig als Hinweis. Sollte eine Quest für euch noch nicht verfügbar sein, spielt ganz normal die Story. Die Quest kommt dann schon ganz alleine. Also da sollte es auch kein großes Hin und Her geben. Und damit gehen wir hier direkt schon zum Ende der Quest hin. So, nach der vielen netten Pingerei, das ist ein neuer, ja, seltener Erfolg
freuen wir uns, dass wir hier mittlerweile Richtung 1000 Gamerscore gehen. Und hier ist die Belohnung, die Daimyo, eine Maschinenpistole, taktische Variante, 20,9 DPS, Stufe 40 momentan aktuell, halt wie gesagt das, was bei mir der Weltenstufenrang hergibt. Die habe ich dafür erhalten. Das Ding ist wirklich schön. Also meine ist wirklich schön, aber das hilft euch jetzt ja nicht, das zu erzählen. Und auch damit Gameplay zu zeigen, lohnt nicht, da es halt ein zufälliger Reward ist. Und wenn ich euch jetzt zeige, oh ja, hier, die Daimyo ist super Sahne, schaut mal, wie mega geil die ist. Und ihr habt halt irgendwas anderes erhalten, dann hilft euch das nicht wirklich. Cool aussehen tut sie auch noch obendrauf. Definitiv. Also ist schon eine geile Wumme. Ich finde generell, dass sie sich bei den meisten legendären Waffen wirklich große Mühe gegeben haben mit dem Aussehen. Vor allem immer diese ganzen animierten Effekte, die haben schon richtig was. Und dann, wie gesagt, hier nochmal der Hinweis, wenn ihr die Quest abgeschlossen habt, dann, ja, Tagebuchnotiz auf alle Fälle sowieso mitnehmen. Aber hier oben der Raum mit den Kisten und 5 an der Zahl sind es. Die solltet ihr natürlich auch alle looten, um hier das ganze Loot mitzunehmen. Das lohnt sich ja auch immer, die Kistchen aufzumachen. Wenn da auch nie legendär drin ist, kann da sehr schönes Epic Loot für euch dabei sein. Ich danke fürs dabei sein. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Heute kommt noch ein Patch, also wird es auch dafür die entsprechenden Patch-Notes noch geben. Ich sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.